zum Brand mit Menschenrettung alarmiert.
in der Adalbergstraße in Münzingen. Dort wurden wir um 0.47 Uhr zum Brand mit Menschenrettung alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde festgestellt, dass es auf dem Balkon im Obdachgeschoss brennt. Fünf Personen waren vor dem Gebäude und haben mitgeteilt, dass der Trefferraum komplett verraucht ist. Es waren weitere fünf Personen auf drei verschiedene Balkone und konnten nicht mehr ins Freie, weil der Trefferraum verraucht war. Ja, die Menschenrettung war zunächst mal ausschlaggebend, dass der Trefferraum aber komplett verraucht war. Der Balkon war im Vollbrand, die Wohnung ist stark verraucht, hat Übergriff auf die Wohnung, auf jeden Fall die Brandwohnung betroffen und die Wohnung darüber. Weil jetzt die aufgebrochene Türe wieder gesichert, der Trefferraum wird belüftet und dann wird Einsatz umgebracht. Die meisten Wohnungen sind bewohnbar, die Brandwohnung selber ist nicht mehr bewohnbar. 35 Personen circa arbeitet der Löschzug der Feuerwehr Münzingen. Mein Name, Funktion, bitte. Christoph Bell, stellvertretender Kommandant. Kurz beschreiben, wo sind wir hier und warum musstet ihr hierher fahren?